Boah, ich muss unbedingt Level, habe ich so das Gefühl. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh Gott, ja, viel Erfahrungspunkte. Divine Saber, cool. Siegelschwecke mal wegen 50, ne? Level 50 wahrscheinlich. ただ感情のままに生きる。醜い汚れの塊だ。違う。君が口を出すことじゃない。本当かどうかお姉ちゃんには分かってるんだから。違わない。だって全部私の勝手な思い込みだった。 私は罪のない人を大勢傷つけたよね。数え切れないほどいっぱい食い殺した。アーサー兄さんの決意も知らずに、人も家もめちゃめちゃにした。その上セリカお姉ちゃんが転生したシアリーズまで。 食べちゃった。それでも僕はお姉ちゃんが大好きだったんだよ。だからお姉ちゃんために生贄になることを選んだ。なのに復活の邪魔をされたら僕は無駄死にじゃないか。本当はすごく怖かったんだよ、死ぬのは。 ごめんなさい。認めるんだね。お姉ちゃんが今までしてきたことは全部誰のためにもならないことだった。私は無意味にみんなを苦しめた化け物です。分かったなら 罪を償わないと。最後の汚れ、お姉ちゃんの憎悪と絶望を食べれば僕は完全に覚醒する。そうすれば世界の痛みは止められるんだよ。お姉ちゃんには痛みのない世界で幸せになってほしかったけど、 化け物になっちゃったんじゃ仕方ないね。離して私は消えなきゃ。 じゃあ、あんたまで無意味に殺しちゃ嫌だ。こんな汚れた化け物は生きてちゃいけないのよ。わかるでしょう。一人目の生贄の転生体、君も僕の一部だ。一緒に食べてあげるよ。ライフセット、このうぬぼれ屋に行ってやれ。 お願い。もう手を。うるさい、黙れ。わかるわけないよ。ベルベットはすぐ怒って怖くて僕を食べようとする。
Schön. So, jetzt müssen wir noch, ja genau, Magilu. Was ist ein Junge? 理想世界の礎になれる。理想世界の坊や、お主の相方じゃった坊ライフセットは生きておるぞ。恐ろしい女ゴーマの背を追って海の広さを知り大地の渇きに耐えておる。 奴らは、わしらとは違う。悩み、苦しみ、それでも己が鼓動を抱きしめて、この醜い世界を懸命に生きておるんじゃ。その仲間のために。
とても言うつもりか。逆じゃわ。あやつらには心底イラついて仕方ない。チクチクとわしの胸を突き刺しおる。じゃからのこの結末だけは見届けねば、どうにも収まりがつかんのじゃ。無意味なことを。やはりお前は失敗作だ。最高にどうでもいいわい。やめてでごー。Mitten in die Fresse. Außer Eisenpost erstmal so in der Ecke. Okay.人が背負った業の深さ、アーサー兄さん、そしてラフィーは全てを捨ててその悲劇を終わらせようとした。それがあの人たちの願いなのね。そうだ、よくわきまえた。でもだから許せない。あの二人、アルトリウスとカノヌシ、矛盾した醜いエゴだって分かってる。でもあのあったかい日々は、私が、私たち家族が生きた証だった。だからどんなに苦しくて悲しくても、私はこの復讐をやり遂げる。ベルベット、ふざけるな。潔く諦めて死ね。絶望こそがお前の宿命なのだ。家族を奪って体を化け物にして、今度は心をよこせって。そっちこそふざけるな。覚えておきなさい、最下の剣士は死んでも諦めないのよ。恥もせず、よくも。わしもまずい。賭けに負けた八つ当たりじゃ。いけるの、そんなざまで。誰に向かって言っておる。自分で言うのも楽しいが、地獄の沙汰も乗り次第。正義のタイマシを蹴散らす悪逆無道の魔法使い、マギルーメービンとはわしがことじゃ。 Wait, what? 知れ者どもが。 Den Namen kenne ich. Ja, Melchior, komm her. Nummer 1. Oh, der Kelch, what?Maven, das ist der Name von diesem Abenteurer aus Systeria, okay. Jetzt bin ich erst recht verwirrt. So, du kriegst jetzt auf die Fresse, so. Zeit, diesen Penner zu verprügeln. Warum machen die Loh? Ja, die müssen die Zauber absorbieren. Warum hat sie halt eigentlich nicht gemacht? Hat sie vorhin irgendwie...von dem angegriffen wurde. Aber der Satz, lass mir diese eine Hand noch, damit ich diesen Penner verprügeln kann. Ehrlich, ey. Erstmal das Kind ja verprügeln. Sehr gut. Warte mal, ich sollte vielleicht noch was machen kurz. Oh, ich muss noch. Stimmt, wir haben gerade einen Bosskampf gemacht.
Lerngeschwindigkeit. Sie hat nichts mehr zum Lernen fast. Bis am Ende kommen noch so voll viele Tales of Hysteria Anspielungen. Maven. Der Abenteurer. Was hat das zu bedeuten? Ich dachte jetzt noch wüsste, ne? So, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Ständigkeit, bumm. So, das war's, ne? So, jetzt machen wir euch fertig. Das könnt ihr mal glauben. So, Nummer 2, Nummer 1 ist erledigt. Stimmt, das ist ja Nummer 1. Nummer 1 lebt, nicht mehr. Du hast doch bestimmt eine Mystikart, die du auf uns drauf ballerst, ne? So ein Hauptbösewicht hier. Rokuro. Auch. Weiß nicht, keine einzige Seele. Ich muss hier raus. So, wird eine sehr lange Folge, die ich aufnehme. 50 Minuten habe ich hier schon. Werde ich wahrscheinlich in zwei Parts einteilen. Sehr höchstwahrscheinlich in zwei Parts einteilen. Und ouch. Weg. Was zum. Also ich dachte, er setzt Zauber ein oder so. Der ist auf einmal geflogen. Ich kann die Sachen nicht absorbieren, ne? Er läuft mit seinem Bällchen, ey. Das sieht witzig aus. Aber Melchior nicht auch der Name von diesem Seraphim, der irgendwie die ganze Welt irgendwie als Domäne hatte? Oder verwechsel ich da jetzt irgendwie was? Aber so wie es aussieht, ist die Rolle von Melchior sowieso gleich schon vorbei. Ich dachte dann irgendwie er wäre vielleicht der Hauptbösewicht spielt oder so oder irgendwie sowas. Irgendein epischer Plot Twist. Du kommst nicht dazu, wenn du mich gerade einsetzt, wenn du hast doch ganz bestimmt eine. Eine Illusion. Die gibt dir jetzt erstmal voll auf die Fresse. Und dann setzt irgendwas ein. Ich will eine Mystikart sehen. Wie es aussieht, wirst du nicht mehr dazu kommen. Au, au, au. Nein, nicht auf Magilo, verdammt. Bom, bom, und weg ist er. Ha. Sehr schön. Artorius und Kanonushi, erzählen Sie. Anta tachi wa atashi no daiji na mono wo ubatta. Zettai ni yurusanai. Rikishi ni wa tabi tabi omae no youna aku ga shitsugen suru. Yokubou no mama ni you o midashi. 混乱と最悪を撒き散らして帰り見ない汚れの塊。始末に応えぬ人の業を体現した魔王がな。最下の剣種ね。大魔師が打つべき世界の敵だ。よく喋るな。ついでにアイフリードの居場所も吐いてもらおうか。後悔するぞ。 Ja, ich wollte schon sagen, wo ist denn sein Stand? Hi. Ha?
てくれてありがとう。ここはどこなのですか？カースランドって島にある精霊の施設だ。メルキオルが管理されて忍び込んだんだが、まさか術で隔離された空間とはな。外に出る方法は？出口はあるぜ。俺がこじ開けたやつがな。一旦外に出ましょう。話はそれからよ。こいつは知り合い、イチゴって言うんだ。あ、kannst du nicht deine Pistole benutzen, um uns zu befreien? 一緒に行くか。一人でこんな場所にいたらドラゴンが出るかもな。襲われたら嫌だろ？うん。怖い。よし、ならついてこい。何を考えてる？放っておけねえんだよ。器ぐらい俺が何とかするさ。勝手にしろ。Joink. Herrin von Wasser und Feuer, Herr von Erde und Wind. Wow, wie passend. Viele Sachen gemeistert. Ich möchte verdammt nochmal. Ich kann mich nirgendwo hin teleportieren. Ich kann also nicht trainieren oder irgendwie sowas. Also ja. Königliche Krone. Ach, wir haben alles abgeschlossen. Geil. Okay. Ja, erstmal das hier wieder alles. Ich werde jetzt erstmal hier speichern und erstmal ein bisschen hier rumlatschen. Weil wenn ich jetzt hier wahrscheinlich runtergehe, kommt direkt ein Skit oder irgendwie sowas, ne? Weil ich möchte erstmal gucken, wie weit ich hier rumlaufen kann. Da könnte ich hier vielleicht ein bisschen kämpfen. Ja, das wusste ich.問題ないわ。あんたにも世話になったみたいね。なんの、柄にもない霊など、どうでもいいから、ちょっと、あん、してみ。は？そう、はじゃよ。わしはお主の牙が折れる方に100ガルドかけたじゃろ。ゆえに、お主の牙が折れたかどうか確認すればならん。坊や、出番じゃぞ。うん。糸切り刃を確認すればいいんだよね。そう。人間の牙といえば剣士こと糸切り刃じゃ。しっかりバッチリ見極めるのじゃぞ。そういう具体的なことじゃないでしょ。しかもなんでフィーにやらせるわけ？なんじゃ、乙女の純情かい？確かに口の中を見せるのはある意味裸より恥ずかしいという説もあるが。What? え、そうなの？そんなこと言われたら変に意識するでしょ。ほれほれ、見せるのか見せぬのか、判定できなければ結果は確定できぬぞよ。わかった。牙が残ってる証拠は私の左手で見せてあげるわ。うむ、それは美縁風に確かめてもらおうか。ここで僕でふか不条理極まりないでふ。にぎにぎされてるでほー。すっごくキバキバでほよ。ベルベット、もう大丈夫みたいですね。ああ、目が生き返った。だが口の中を見せるのはそんなに恥ずかしいのか？な、デリカシーのないこと聞かないでください。 OK。Das ist Japan, also wahrscheinlich ist da so was dran. Ja, Zabel ist bei uns. Warum bist du nicht in unserer Truppe? So, ich muss erst mal gucken, wie weit ich hier laufen kann, ohne dass ich hier von Skids bombardiert werde. Kann ich bis dahin laufen, ohne dass ich... Und dann kann ich wenigstens so abschätzen, mal wie weit ich laufen kann. Und, das hat so eine gleiche Musik. Das klingt so. Na, das sind auch die gleichen Viecher aus diesen Dingens hier. Erdenpuls.
Ja, ich guck mal, ob ich mich hier in diesem Gebiet hier bewegen kann, ohne dass irgendwie noch eine Skit kommt oder so. Hahaha. テレサ様っていう対魔神に刺激されてたんだ。あの子が1号で、僕は2号。お、お前の連れか。で、そのテレサ様とやらが倒されて、ノラになっちまったの。うん。僕はベルベットたちと会えたけど、1号はどこにも行く場所がないと思う。ああ、心を抑えつけられた精霊の行き先なんざ、ゴーマの胃袋の中くらいだよな。 それにしても俺が出会うのは子供ばっかりだな。こっちはフリーで別品のお姉さんを待ち望んでんのに。なんかごめん。冗談だって。お前クソ真面目だな。安心しろ。あいつの封じられた心が解放されるまでは俺が面倒を見てやっからよ。そのためにも精霊をぶっ潰さなきゃな。うん。ありがとう、ザビーだ。 Warte mal, ich habe eine sehr kranke Theorie. Ich müsste mir nur mal kurz ansehen. Warte mal, ich kann mir nur ansehen, wie der aussieht. Ich habe so eine Theorie, wer das sein könnte. Von der Person hat man nämlich noch nie irgendwie so das Gesicht gesehen. Wenn das wirklich der Fall ist, dann weiß ich nicht. Neue Musik. Ich möchte aber jetzt kurz flüchten, danke. Also sind wir so kurz vom Ende, würde ich sagen. Die Kampfwütige, okay, cool. Ich werde mich dann noch mal bis zu dem Dingen da hinbegeben und dann würde ich sagen, werde ich hier ein bisschen trainieren auf Screen. Ich habe so das Gefühl, Malak Nummer 1 ist Daisel aus Tales of Hysteria. Könnte das sein? Wenn Zavet sich um ihn kümmert. Vor allem, die haben beide den gleichen Kampfstil gehabt und Daisel kann sich nicht erinnern, wieso das der Fall ist. Oh, warte mal. Ja, bitte. Daisel. いちごなんてマンゴーじゃかわいそうだろう。僕はベルベットが名前をつけてくれて嬉しかった。だって俺に任せろ。初めってのはどうだ？いちごだから一番初めの初めだ。なら素直にイチローとかでいいんじゃね？却下だ。それじゃ時雨の妖名になっちまう。なっちまうだろう。知らねえし。もっと可愛い感じがいいですよ。いっちゃんとかいっちーとか。 なんちゃんとか。どっから何が出てきたのよ。ナンバーワンの何です。拾うとこ間違ってるでしょ。別に1号にこだわる必要はないと思う。じゃあ、オカパとかどう？前髪パッツンのオカパだからかい？それはあまりにもあまりじゃろうって。いえ、かなり可愛いですよ。まんまじゃダメなら、 オカップとか。デーザー。では、元刺激精霊1号の名前はオカップで。ダメだよ。二人とも全然わかってない。そんな可愛い名前、男子的にはちっとも嬉しくないんだから。そうなんですか？そこまで主張するほど？坊主の言う通りだぜ、お嬢さんたち。もっとこう、いぶし銀のかっこよさがないとな。 シルバはどうだ？シルバ。あいつの髪も首元のプレートも銀色だからな。なるほど。なかなか渋くていいんじゃないか？シルバ。うん、かっこいい。元連れのライフセットが納得したならシルバに決まりだな。オッケー。礼を言うぜ、副長。お前に礼を言われる筋合いはない。シルバの代わりに言っただけさ。 早速あいつに知らせてやらなきゃな。おい、元1号、お前の名前が決まったぜ。よかった、いい名前がついて。お前の時も名前を考えてやるべきだったかもしれんな。いいんだ、自分の舵は自分で取る。
それがアイゼンでしょ。僕はそのことをアイゼンに教えてもらったし。Oder Silber auch vielleicht ein Name in Systeria. Ich bin immer noch überzeugt, dass das Diesel ist. Könnte mir nicht sagen. Magilu hat alles gegeben. Das muss ich mir noch angucken. お前は何をやってたんだ?金をならしておったのじゃよ。開きっぱなしの血脈の裂け目から聞こえんかったかい?金なんてどこにもなかったと思いますが。姉さんはメルキオール様と戦ってたんでふよ。姉さんはとっても頑張ったんでふ。こりゃビエフ。そんな言い方をするとこやつらが勘違いするではないか。だって。 ずっと耐えてたじゃないでふか。僕は感激したでふ。ああ、耐えた耐えた。笑うのを必死でのう。あのジジイから笑い話でも聞かされたのか。にらめっこしておったのじゃ。昔からあのジジイはジジイだけの。若い味噌らからああまで吹けがあじゃったかと思うと、笑いが込み上げてたまらん。 わしもまだまだ修行が足りんでの。100とやつの笑いの発作を金の根で砕いておったのじゃ。バリーン、グシャーンと、景気よくな。もしかして砕けたのってマギルーの。わしがジジイへの恋に敗れて乙女心が砕けたなどとあさっての道場するでないぞえ。そんな妄想してないよ。あなたが血脈の裂け目を守ってくれたのですね。 違うと言うておるのに。勝手にわしに頑張ったでしょう授けるでない。受け取っておきなさい。どうせどうでもいいでしょ。まあそうじゃな。Okay. Ehre wem Ehre gebührt, oder? Da kann ich jetzt hier noch laufen, ohne dass ein Skit kommt. Joink, okay, das heißt, ich werde jetzt hier in diesem Gebiet ein bisschen hochleveln, ohne dass irgendwie ein Skit und so kommt, ne? Ich hoffe, ich erledige ein paar. Du, hört auf mit euren riesigen Zaubern, ehrlich. Jetzt mal ohne Scheiß. Guck mal dann an, ne? Ja, danke. Guckt euch dann an. Ich sehe nur Kreise auf dem Boden. Au, au. Okay, ist gut. Boah. Was ist in letzter Zeit los, ey? Von jedem Gegner werde ich andauernd betäubt. Was soll das? Bin ich froh, wenn ich hier ein bisschen stärker bin, ey. Oh, Silver, das kommt mir bekannt vor. War vielleicht ein anderer Name für Diesel oder so? Ich weiß es nicht mehr. Bin immer noch überzeugt, dass das Diesel ist. Na, verdammt, ich muss meine Sachen noch umrüsten. Ja, ey, geht doch nicht. Wir haben jetzt gerade voll FP verschwindet. Ey. Das kotzt mich an. Okay, ich möchte nur jetzt zum Speicherpunkt zurückkehren. Jetzt gucken, ob nicht auf dem Rückweg noch ein Skit kommt und so. Und ja, würde ich sagen, mit dieser irrsinnig langen Folge geht es dann gleich zu Ende. Ich in zwei Parts einteilen werde, was bedeutet, ich habe wieder für die ganze Woche was. Und ja, oh Gott, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Wenn wir einen versuchen, hier von der Hexeninsel, der Kelch, ja, wie auch immer, versuchen zu verschwinden. Ciao.